Okay, weiter. Miragia. Ich erinnere mich schwach an dieses Level. Ich weiß nicht, ob ich es jemals geschafft habe. Ich glaube sowieso nicht, dass ich das Spiel jemals geschafft habe. Ist auch schon so lange her. Ah, an diese erinnere ich mich. Die verschwinden, glaube ich. Ja. Die verschwinden. Das ist überhaupt nicht nett. Und ich will euch umbringen, aber stattdessen bringen sie mich um. Leben und leben lassen, wie wär's damit? Oder töten und getötet werden. Oder versuchen zu töten und getötet werden. Aber ich habe schon eine ganze Menge Waisen gerettet, also lang geht das Spiel nicht mehr. Es geht ja eigentlich eh schon länger, als ich dachte. Ich dachte, so eine Stunde aufnehmen vielleicht. Okay, das war schlecht. Und jetzt nehme ich schon 3, 4 Stunden auf. Okay, ich warte erstmal. Das ist gesünder. So. Verschwindet es jetzt wieder? Ne, es kommt erst. Okay, ich gehe mal hier lang. Keine Ahnung, wo es lang geht. Das ist sehr schön, dass es nicht so geradlinig ist hier. So linear. Da gibt es ganz andere Spiele. Was ist da rechts, will ich wissen. Ich habe gewusst, dass die auf den geschissen hat. Was soll das jetzt hier oben? Da muss es irgendeinen Geheimgang geben, aber ich traue mich. Ach, natürlich, es geht da oben einfach weiter. Deswegen gehe ich da auch lang. Ich habe Angst, dass ich jetzt gleich irgendwo kaputt gehe. Oh, mein Herz. Mein Herz. Ich muss sie endlich erschießen. Warum mache ich das nicht einfach? Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Es ist so riesig hier. Keine Ahnung. Moment, ich muss mal speichern. Ich habe schon so lange nicht mehr gespeichert. Aber ich habe keine Ahnung, ob es überhaupt der richtige Weg ist. Tschüss. Das wird bestimmt eine Zeitfrage. Irgendwie. Aber was hat mir das gebracht? Nicht viel. Komme ich so hoch? Nein. Hüpf. Und war nicht gut. Ich erinnere mich, der ist, glaube ich, saugeil, der Anzug. Den will ich jetzt. Ich weiß nicht mehr, was er macht, aber ich habe ein sehr gutes Gefühl dabei, wenn ich diesen Anzug sehe. Ich glaube, der ist echt megamäßig hammergeil. Ich freue mich jetzt total auf den. Ich weiß aber echt nicht mehr, was er genau macht. Es wird jetzt richtig genial, das kann ich euch schon sagen, obwohl ich selber nicht mehr weiß, was der macht. Ich habe so ein geiles Gefühl, wenn ich ihn sehe. Ich weiß genau, dass irgendwas Geiles passiert jetzt. Ich warte noch, bis diese Scheiße weggeht. Und dann. Cool, I can breathe underwater now. Ich kann unter Wasser atmen. Ach, das war's schon. Ach, das war der einzige Sinn dieses Levels. Aber ich dachte, ich sehe den jetzt irgendwie im Anzug. Vielleicht sehe ich ihn gleich, wenn er schwimmt. Na gut, ich habe jetzt ein bisschen was anderes erwartet, aber macht nichts. Ah, ja, genau. Jetzt kann ich hier unten rein. Moment. Ne, hier war das nicht. Irgendwo war doch ein See, wo ich nicht durch konnte. Und jetzt kann ich da schwimmen. Am Anfang war das. Hahaha, ich kann schwimmen. Na gut, ich habe irgendwie anderes erwartet. Wo mache ich die jetzt? Ja gut. Moment, ich gucke mich erstmal noch ein bisschen um. Oben gibt es noch ein Gebiet, hier sind 3 Level. Und das war's dann, glaube ich, schon mit dem Spiel. Ein Level, 2 Level, 3 Level. Okay, aber ich gehe erst ganz nach unten. Hier gibt's nichts mehr. 6 Level insgesamt, Leute. Dann war's das. Bin gespannt, wie schwer oder leicht die sind. Aber die sehen ja nicht sehr einfach aus. So. Mal sehen, was für eine Musik jetzt kommt. Isle of Tarn. Welch neue Musik. Die passt hier doch gar nicht hin. Ist so keine Pyramide jetzt. Das erinnert mich sehr an das erste Level. Vom Aussehen her, bis auf diese schwarze Brühe. Düp, düp, düp. Voll in die Brühe gefallen.
Aber sie geht nicht kaputt oder sonst was. Also es ist keine Säure. Aber mich wird es trotzdem umbringen. Da bin ich mir ganz sicher. Hätte ich vielleicht hochgekonnt. Aber jetzt ist das wohl zu spät. Ja. Was? Warum ist sie tot? Die ist wahrscheinlich runtergefallen. Jetzt fliegst du runter. Wo muss ich hin? Die Frage aller Fragen. Speicher mal. Dipdidu. Soll wahrscheinlich irgendeine Lava-Welt sein, aber das konnte man damals wohl nicht so gut darstellen. Einfach mal spekuliert. Oh nein, ein Raum. Ich gehe erstmal hier oben lang. Was mir scheinbar nicht. Doch. Irgendwas hat es mir gebracht. Supi! Nicht viel hat es mir gebracht. Bald habe ich die schöne Top-10-Liste leer. Ich trage mich auch nur noch einmal ein und zwar beim letzten Mal. Wahrscheinlich, wenn ich das Spiel geschafft habe. Ich tue jetzt erst nochmal. Oh, das war schon der Scheißknopf. Den aktivieren. Nach unten gucken. Scheint alles sauber zu sein. Verschwindet mal. Toll. Moment, ich kann das doch. Hahaha. Okay, da brauche ich was. Ich lass mal hier lang. Boah, das ist sehr riesig, dieses Level. Richtig riesig. Ach, klasse. Woher soll ich das denn ahnen? Na toll, ganz von Anfang an. Mache ich mal, weil ich jetzt noch mal gucken wollte. Oh, cool. Richtig cool. Na gut, dann lassen wir das. Ich wollte über der Schlucht noch mal gucken, was da so ist. Ich muss erst das speichern. Das muss ich den Kram immer und immer wieder machen. Was hier zur Musik passen würde. Moment, erstmal gucken. Immer sicher gehen. So, jetzt speichere ich. Diesen Schalter muss ich nie wieder aktivieren. Und jetzt gehe ich mal hier runter. Ja, nett. Richtig nett. Aber ich glaube, da geht's weiter. Einfach mal gucken. Mal gucken, ob ich das irgendwie hinkriege. Irgendwie nicht. Da, wenn es jetzt da nicht weitergeht, dann raste ich aus. Zumindest komme ich hier wieder raus. Vielleicht war das sogar richtig. Zumindest nicht schlecht. Oh oh. Ah, mein Herz. Schweinger. Ich brauche nur dieses goldene beige Teil. Und dieses rote. Ah, ich brauche das rote, um das beige zu kriegen. Okay, dann weiß ich Bescheid. Ich muss es nur noch irgendwie finden. Das rote Ding. Roten Kristall. Kleiner. Der kann nicht schneller klettern. Hängt ihm da aus der Hosentasche irgendwie so ein Taschentuch. Sieht mir fast dann raus. Oh nee. Noch ein blaues. Es gibt echt ein riesiges Level hier. Aber Hauptsache, es gibt keine Spinnen. Und hier bin ich wieder. Also, so langsam kriege ich einen Durchblick. Hier unten war ich noch nicht, oder? Hab wieder alles vergessen. Voll schlecht. Doch, hier war ich schon. Mal gucken. Kurz. Was hier noch war. Ach so. Ich weiß, wo ich bin. Das ist gar nicht so groß, man muss es nur verstehen. Ah, Glück gehabt. Oh, 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 oh. Gut. Wo bin ich jetzt? Kommt da ein Fahrstuhl oder muss ich wieder zurückgehen? Ich bin wohl
nicht zur rechten Zeit am rechten Ort. Oh nein, ich habe eine Spinne gesehen. Mein größter Feind. Ich muss überlegen. Hier muss ich nicht hin, da war der Schalter gleich. Ich bin ein kleines bisschen verwirrt, aber das macht nichts. Ich weiß. Nee. Ach, ich kann nicht laden während des Spiels, wenn ich mich erst umbringe. Cool, ich habe mal Statistik. Dass ich das auch mal erfahre. Das ist sehr nett. Gucke ich mir gleich mal an. 4 ist. Also, wenn ich da abzähle, es gibt 7 Weisen. Nehme ich mal einfach an. Ja, und 97 Mal bin ich gestorben, wenn ich das richtig lese. Aber ich glaube, diese geladenen States werden da nicht mitgezählt. Weiß ich aber nicht. Könnte schon sein. Jetzt muss ich halt rauskriegen, wo ich hin muss. Wie immer. Da ist, brauche ich den roten. Ach, hier war der blaue, ne? Ja. Ich brauche den blauen für den roten, für den beigen. Aber wo sind diese ganzen? Ah, ich hab's irgendwie geahnt. Aber wie? Kann ich mich da irgendwo festhalten? Scheinbar nicht. Was soll das dann eigentlich? Wenn ich mich da nicht festhalten kann. Und festhalten. Nein, andere Richtung. Au. Nein, geht nicht. Ist absolut sinnfrei. Das ruckelt wie verrückt, aber ich hab's retten können. So, jetzt aktiviere ich den hier wieder. Vielleicht bringt es ja noch mehr als diesen einen Fahrstuhl hier. Aber es liegt definitiv, da bin ich mir ziemlich sicher, an irgendeinem scheiß Geheimgang. Den ich durch so eine Wand entdecken muss. Ich weiß es jedenfalls immerhin schon mal, wo die ganzen Türen sind. Und wo 2 von diesen Kristallen sind. Der beige ist hier vor der roten Tür. Und den brauche ich für die beige Tür. Und hinter der blauen dürfte der rote sein. Aber soweit kann ich nicht gucken. Ich muss noch eins höher. Ja, tatsächlich. Ich glaube, das hätte ich machen müssen. Ich muss mich umbringen. Ich glaube, ich hatte doch recht. Ich sollte mich hier nochmal umgucken. Wir haben es einmal versaut, dann hat man es immer versaut. Das ist richtig gemein. Jetzt kommt die gerade in dem Moment, wo ich springe. Nee, also gar nicht. Das wäre auch zu gemein gewesen. Das tut weh, sowas raufzupressen. Ich sehe es schon. Ich weiß schon mal. Weiß nicht, ob ich den Sprung auf Anhieb hinkriege. So nicht. Aber ob das überhaupt geht? Ich muss mich umbringen. Geht das nicht? Warum nicht? Du. So, ohne das Sprungteil geht's natürlich schon mal gar nicht. So, besser ging's nicht. Also, irgendwie geht es nicht. Ich muss also einen anderen Weg dahin finden. Das hier war er jedenfalls nicht. Vielleicht lasse ich das mal zu. Im Moment brauche ich das ja nicht. Vielleicht bewirkt es irgendwas anderes. Schönes. Dann mache ich das nochmal an. Keine Ahnung, was das aktiviert. Da links ist auch noch irgendwas. Ah, da ist das Rote. Das Rot. Oh shit, ich hab vergessen, nach rechts zu drücken. Ja, wunderbar. Jetzt läuft wieder alles super. Egal. Geil ist das.
Load Game. Man kann es ja mal wieder versuchen, aber wird nichts. Schon wieder da. Am besten einfach mal die Schnecken zuerst töten. Ich habe ja genug Schuss übrig. Wie soll ich die erwischen? Ich muss warten, bis die oben ist. Oder ich springe wieder oben drüber und mach den geilen Stun. Haha. Und schub. Gut. Das läuft doch. Alles geschafft doch schon. Das läuft. Aber das, was ich noch nicht weiß, das läuft noch nicht. Ich speichere mal. So, jetzt gehe ich erstmal hier lang. Kuckuck. Ich habe wieder ein bisschen Orientierungsprobleme, aber ich weiß, dass ich hier schon war. Waren da unten die Stacheln? Ja. Zum Glück kann man sich da retten, das wäre sonst richtig fies. Gut, ich warte eine Runde. Hihi. Jetzt bin ich wieder hier. Ah, hier ging es dann. Ach doch, der Fahrstuhl kam noch, oder? Oder war das woanders? Das war woanders. Ha, ich schlage die Wand, Aber sie geht nicht kaputt. Sie geht leider nicht kaputt. Da kann man sich noch so sehr anstrengen. Ja. Nun denn. Da würde ich gerne mal rein. Ah, jetzt ergibt das alles einen Sinn. Immer diese Rundgänge. Aber hier links bin ich noch zu früh. Gucken wir also mal rechts. Ach, das ist auch so ein Rundgang. Jetzt kommt der Fahrstuhl nicht so weit runter. Aber jetzt. Oder? Ja. Beim letzten Mal komme ich nämlich von der anderen Seite. Ich will es einfach mal probieren. Vielleicht habe ich da irgendwie doch einen. Nee, schade. Man kann das Spiel also nicht austricksen. Das ist gut zu wissen. Ach nee, jetzt bin ich hier. Es geht auch nie, nur hier raus, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Okay. Aber dann bin ich langsam mit meinem Latein am Ende. Irgendwo gibt es einen Geheimgang und den zu finden ist nicht leicht. Vielleicht habe ich ihn ja schon gefunden. Hier nämlich. Ich kann mich nur nicht festhalten. Warum auch immer. Es wäre doch so logisch, dass er sich da einfach festhält. Hier ist nämlich das Blaue und ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hin kann. Deswegen sage ich mal, ich guck kurz, wie das geht. Weil ich das selber nicht hinkriege. Ja. Okay, bis gleich. So, es geht weiter. Ich ärgere mich echt wie wild, dass ich das irgendwie übersehen habe. Einfach den Fahrstuhl hier nach oben gehen und da ist dieses rote Teil. Es ärgert mich echt wirklich. Ich bin jeden Weg gegangen, nur hier, das habe ich irgendwie übersehen. Upf und zack. Und jetzt habe ich das und alles tut sich auf, alle Puzzleteile fügen sich zusammen. Ich weiß genau, was ich machen muss. Obwohl, wo ist das rote Teil? Erstmal muss ich hier irgendwie runterkommen. Geht das auch? Ja. Ah, Glück. Wo war jetzt die rote Tür? Da bin ich nicht ganz so sicher. Hier glaube ich mal nicht. Auf jeden Fall sind wir jetzt schon mal weiter. Moment, da ist doch eine gewesen. Das war die beige. Ja, ich erinnere mich. Ich weiß wo. Ich glaube, hier geht's rum. Auf jeden Fall war es hier rechts irgendwo. Das ist schön. Jetzt bin ich richtig.
Jetzt macht es wieder richtig Spaß. Also wenn man alles abgrast und nichts findet, ist es schon deprimierend. Und vor allem dann, wenn man sieht, dass eigentlich der einzige Weg, den man nicht gegangen ist, das war der richtige. Ich habe diesen scheiß Fahrstuhl nicht gesehen hier. Also drüben. Ich verstehe nicht, warum nicht. Ich verstehe es aber nicht. Jetzt habe ich das hier, jetzt können wir zu den anderen Tür gehen, die wir gerade gesehen haben. Ist alles so einfach. Und da gibt es dann wahrscheinlich den blauen Kristall für das rechts hier, die rechte Tür. Und die wird auch richtig sein, weil sie ja rechts heißt. Rechts ist rechten. Also nicht immer. Politisch gesehen zum Beispiel nicht. Unten war es, glaube ich. Ja, da ist es. Perfekt, jetzt gibt es hier garantiert das Rote. Ach, ich erinnere mich, ich habe das schon mal gesehen von außen. Jetzt ist so ein blöder Champignon hier. Und irgendwas aktiviert der hier nur. Leck nicht rum. Hilfe. Okay, er hat das hier aufgemacht. Ah, schon wieder ein Geheimgang, den ich gar nicht. Du Scheiße, wollte ich da überhaupt hin? Nein, wollte ich nicht. Da ist das blaue. Mist. Aber ich will trotzdem eigentlich wissen, was hier ist. Aber scheiß mal drauf. Ich habe zwei Spinnen gesehen, das hat mir schon wieder gereicht. Das hat mir schon wieder gereicht und das hier reicht mir auch schon wieder. Okay, wie mache ich das? Wieso kann ich euch nicht erschießen? Irgendwie muss das doch gehen. Das ist. Ich hätte speichern sollen, ich Trottel. Ich bin auch so ein Trottel. Ja gut, jetzt mache ich das aber auf jeden Fall. Ich habe das voll vergessen. Warum sagt ihr mir nichts? Ach, hier bin ich. Hier bin ich. Aber nochmal ganz schnell kurz das Einsammeln. Ja, das war nicht so klug, aber egal. Gut, schon bin ich wieder hier. Und zack. Das ist nicht mehr so schwer. Ruckzuck geht das. Ich will ja durch. Wie geht das? Hat doch eben auch noch geklappt. Dankeschön. Hilfe, das war arschknapp. Richtige Einschlafmusik. Die höre ich mir heute Nacht an. Mache ich sogar. Ist keine Lüge, weil jetzt gerade Nacht ist. Ja. Ja. Aber nicht zum Einschlafen, nee. Eher zum, wenn man irgendwas geraucht hat. Fürs Delirium. So, haben wir dich. Da wollte ich eigentlich hoch. Und jetzt speichere ich auf jeden Fall, damit ich das nie wieder machen muss. Schneller. Auf jeden Fall weiß ich ja jetzt, was lang geht und dass ich weiterkomme. Die Frage ist nur, wie lange es dauern wird. Ich speichere trotzdem schon mal jetzt, weil ich kein Risiko eingehen will. So, 1, 2, 3, 1, 2. Streck dir doch selber die Zunge raus. Dann kann ich das bestimmt selber nicht im Spiegel ansehen. Moment, hier ging es raus. Und hier rein ging's. Genau. Ja, speichere ich nochmal. Exzessive Speichernutzung. Oh nein, ist der böse. Das muss ich mit dem machen. Game over. Das war wirklich schnell diesmal. Er ist nicht tausendmal auf Gegnern rumgehopst. Vielleicht warte ich, bis sie runterkommen. Zumindest mal eine. Erinnert mich an Zelda. Da kann Link auch manchmal durch Wände gehen. Im Brunnen von Kakariko zum Beispiel. Wenn ich jetzt hochkomme, bin ich natürlich wieder tot. Das kennt man doch.
Da ist überhaupt nichts. Wollt ihr mich verarschen? Ganz viel. Ich hab's geahnt. Da ist nur scheiß Dings. Punkte. Mit denen ich nichts anfangen kann. Ich will keine Punkte. Ich will nur das Spiel schaffen. Versteht das doch endlich. Also, hier lang. Oh nein. Okay, das ist nicht so leicht, aber schaffbar, wie man hier sieht. Und das habe ich jetzt. Ach du Scheiße, jetzt bin ich ja wieder hier. Jetzt weiß ich auch, wie man da links hinkommt. Und jetzt weiß ich auch, wie man rechts hinkommt. Yippie, hier, hier. Jetzt bin ich gespannt, was dieser neue Abschnitt des Levels zu bieten hat. Der Welt. Da könnte man irgendwie sowas Philippinisches draus machen. Was dem dient. Also mit so einer Mundpfeife. Keine Pfeife, keine Ahnung, wie das heißt. Das macht immer so. Irgendwie so. Gefällt mir aber gut. Könnte echt so eine eingeborene Musik sein. Wenn es noch so Trommeln gäbe und sowas. So, wir wissen genau, was jetzt kommt. Bestimmt irgendwelche Spinnen vorm Ziel. Ist doch immer so. Ist doch immer so. Diesmal nicht. Ein Haus. Wo ist bitteschön das Ende? Ach, da oben. What is that? Was bringt das? Ich habe das schon ein paar Mal gesehen, aber ich habe es noch nie einsammeln können. Ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht krieg ich es ja. So nicht. Aber ich weiß nicht genau, wann ich da springen muss. Man. Oh ne, das war nicht gut. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Aber es wird eh nur Punkte bringen. Von daher mache ich mir da kein Bein nass. Ah, ich hab's. Ein Leben ist das. Ah. Das ist interessant zu wissen. Ein Eis. Deswegen werde ich mich jetzt auch gerade in Gefahr begeben. Ganz gewiss. Wenn man das Ziel hier übersieht und dann nach links geht, dann ist man ganz schön gearscht.